Schönen guten Nachmittag. Wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz, wo wir unseren Gesetzentwurf zum leistbaren Wohnen vorstellen. Ich darf ganz kurz einführen und dazu sagen, dass das Wohnen, das überteuerte Wohnen in Südtirol ja längst nicht mehr ein Thema für Geringverdiener ist, sondern mittlerweile ja in der breiten Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und die Politik und vor allem die Südtiroler Landesregierung verspricht ja seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, hier Maßnahmen setzen zu wollen, treffen zu wollen. Und ich kann mich gut erinnern, auch vor den letzten Landtagswahlen, als Landesrat Tomasini groß angekündigt hat, er wolle ein neues Wohnbaugesetz präsentieren, gemeinsam mit der Südtiroler Volkspartei. Das war politisches Tralala vor den Wahlen. Wir haben jetzt 2021 und noch immer sind keine Maßnahmen von Seiten der Landesregierung gekommen. Und wir haben gerade jetzt in der Corona-Krise ja dieses Problem noch verstärkt zu spüren bekommen. Wir haben mit diesem Gesetzentwurf einige Maßnahmen auf bestehende Gesetze vorbereitet. Das ist vor allem darauf abgezielt, dass wir den riesigen Leerstand, den wir im Land haben, wir haben ja über 15.000 leerstehende Wohnungen in Südtirol, dass wir die wieder dem Mietmarkt und generell dem Wohnmarkt zuführen. Wir beginnen bei den Artikeln, so wie wir sie im Gesetz jetzt in dieser Landtagswoche behandeln werden. Es kann sein, aufgrund natürlich des Abschlusses des Untersuchungsausschusses Schutzmasken, dass sich die Zeiten verzögern und deshalb dieser Antrag dann erst bei der nächsten Landtagssitzung behandelt werden kann. Das ist natürlich möglich, aber jedenfalls wird dieser Gesetzesentwurf noch im heurigen Jahr bzw. jetzt in den Sommer- und Herbstmonaten im Landtag behandelt. Wir haben die Problematik, dass das Landesgesetz von 2015 die Punkte für die Wohnbauförderung unterschiedlich hoch gestaltet. Wir haben zum einen für den Kauf von Wohnungen haben wir 20 Punkte, die man erfüllen muss, um die Wohnbauförderung zu bekommen. Für den Neubau einer Wohnung hingegen 23 Punkte. In der Praxis, das klingt für auf den ersten Moment nach keinem großen Unterschied. In der Praxis gestaltet sich das recht schwierig, vor allem in den ländlichen Gemeinden, wo ja kein oder sehr wenig Wohnraum vorhanden ist, wo die Leute gezwungen sind zu bauen, in der eigenen Gemeinde keinen Beitrag für einen Neubau bekommen und dann kaufen, und zwar meist in den größeren Gemeinden, in den Städten oder in den Satellitendörfern rund um die Gemeinden und rund um die Großgemeinden. Und das heißt, dass wir hier diese Anpassung machen, 20 Punkte sowohl für den Kauf als auch für den Neubau einer Wohnung. Das sind Forderungen, die schon lange auch im Raum stehen. Das haben nicht nur wir Freiheitliche immer gefordert, sondern auch von den Gewerkschaften, vom KVW und so weiter ist diese Forderung immer wieder gekommen. Und es betrifft hier vor allem die Landgemeinden, die hier dringend die Notwendigkeit haben, dass die eigenen Leute vor Ort auch zur Förderung kommen. Wie schafft man es, diesen immensen Leerstand in Südtirol wieder dem Wohnmarkt zuzuführen? Wir wissen es, wir haben ja jetzt die jüngsten Statistiken gesehen, dass die Quadratmeterpreise in Bozen bereits bei über 5.000 Euro liegen, in Meran bei 4.500 Euro liegen. Dasselbe gilt für die Tourismushochburgen. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich heute eine Wohnung in Daufers im Münstertal suche und habe und kaufe oder ob ich es in St. Ulrich oder in Schenna tue. Und hier haben wir eben diese großen Unterschiede. Und man merkt einfach, dass sowohl die Kosten für das Bauen, für das Kaufen, als auch die Kosten für die Mieten nicht mehr mit den Nettogehältern in unserem Land zusammenpassen. Das heißt ja auch immer, dass rund 30% des Nettogehalts, das wäre ein gesunder Prozentsatz, den man für eine Miete oder eben für eine Rate bei einem Kauf abgeben kann. Wir sind hier mittlerweile längst drüber und wie gesagt, es betrifft nicht nur Geringverdiener, sondern längst die Mittelverdiener. Diesen riesigen Leerstand wieder zuzuführen und vor allem auch mehr Mietangebote zu schaffen, das geht nur, indem man auch über den Steuerhebel ansetzt. Und das heißt, wir wollen ganz klar jene Besitzer belohnen, die vermieten.
Das heißt, dass wir hier den Steuersatz reduzieren, dass man hier bei der GIS, und es bleibt immer noch eine Entscheidung, ein Spielraum, den die Gemeinde hat, dass wir den aber reduzieren, dass man für eine vermietete Wohnung zwischen 0,2 und 0,5% an Steuern zu beraten hat, während man bei leerstehenden Wohnungen, und hier mache ich eine kleine Klammer auf, was heißt Leerstand? Leerstand immer dann, wenn eine Wohnung länger als 12 Monate nicht vermietet ist und wenn auch kein Nutzungsrecht, kein Fruchtgenuss oder was anderes oder keine Leihe darauf ist, wenn also diese Wohnung länger als 12 Monate leer steht, dass man hier dann einen Prozentsatz von 1,5 bis 3% an Gemeindeimmobiliensteuern einheben kann. Warum auch diese Spannbreite? Um auch den Gemeinden vor Ort die Möglichkeiten zu lassen, das auf ihre jeweilige Situation anzupassen. Ich erinnere an das, was ich vorhin gesagt habe, der Vergleich von den Tourismushochburgen mit vielleicht Gemeinden, die ein bisschen abseits in der Peripherie sind, die nicht diesen Druck verspüren. Ein weiterer Punkt, der vor allem in den letzten Jahren zugenommen hat und viele Besitzer auch betrifft, die jetzt nicht unbedingt von der Miete oder von der Vermietung der Wohnungen oder ihres Besitzes leben, die einfach gesagt haben, sie haben immer wieder Probleme, vor allem im städtischen Bereich, dass sie Mieter haben, die sie nicht kennen, Mieter, die dann die Miete nicht bezahlen, wo es zu Problemen kommt, auch Mietnomaden teilweise und so weiter. Und es gibt daher auch durchaus viele Besitzer, die die Wohnungen lieber leer lassen, leer stehen lassen und sagen, ich tue mir das nicht an. Ich habe hier die schlechten Erfahrungen bereits zu Genüge gemacht. Und hier gibt es Modelle, die im Ausland bereits praktiziert werden und hier ein Beispiel geben können für das sogenannte sorglose Vermieten. Das sorglose Vermieten wird zum Beispiel in Vorarlberg bereits praktiziert. Da ist ein Zusammenspiel mit dem Wohnbauinstitut, also mit der öffentlichen Hand und mit den privaten Vermietern. Das heißt, das Wohnbauinstitut prüft sowohl die Wohnungen, die vermietet werden oder eben die der Vermieter vermieten möchte, und dann auch den Mieter. Und es wird dann ein Vertrag unterzeichnet, ein Mietvertrag, der von beiden unterzeichnet wird, vom Mieter als auch vom Wohnbauinstitut. Und sollte es dann Probleme geben bei der Bezahlung der Miete oder für einen kurzen Zeitraum oder wie auch immer, dann springt das Wohnbauinstitut ein. Umgekehrt für diese Sicherheit, für diese sorglose Vermieten, gibt der Vermieter 8% der Miete an das Wohnbauinstitut ab. Und hier kann eben dieses Wohnbauinstitut, das in Südtirol ja seit vielen Jahren etabliert ist, auch diese Rolle übernehmen und auch sich den neuen Anforderungen anpassen. Warum braucht es mehr Mietwohnungen? Wir wissen, dass in Südtirol und der Südtiroler generell ja eher zum Eigenheim tendiert, zum Bau, zum Kauf, zu den eigenen vier Wänden. Die Entwicklung, die demografische und vor allem die Ausbildung der jungen Menschen und vor allem auch die Situation, dass immer später auch Familien gegründet werden, macht es natürlich notwendig, dass wir auch mehr Mietwohnungen brauchen, denn es ist nicht mehr wie früher, dass man in seiner ersten Wohnung vielleicht sein ganzes Leben lang drinnen bleibt, sondern öfters vielleicht auch Beruf wechselt oder auch Wohnort wechselt und deshalb auch einen höheren Prozentsatz an Mietwohnungen im Land benötigt werden. Ich darf Kollegin Uli Meier bitten, die weiteren Punkte vorzustellen, wo es vor allem um das Räumungsverfahren und die Senkung auch der Baukosten geht. Ja, danke Andreas, einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ein weiterer Artikel und ein wichtiger Punkt ist die Beschleunigung der Räumungsverfahren. Es geht darum, dass man Vermietern natürlich auch Rechtssicherheit bieten muss und sie auch vor der Gefahr von Mietausfällen, die es in der Praxis leider immer häufiger auch gibt, schützen muss. Und dafür bräuchten wir aber das Instrument, dass Räumungsverfahren schneller durchgeführt werden können. Es kann nämlich wirklich nicht sein, dass Vermieter sich in ihren eigenen vier Wänden sozusagen auf der Nase herumtanzen lassen müssen. Wir haben alle Beispiele aus zahlreichen Sprechstunden, auch in der Vergangenheit, wie teilweise Realitäten geschaffen werden, weil einfach
immer wieder damit auch argumentiert wird, dass wir gerade im Justizapparat, im Justizwesen, die ja für das Räumungsverfahren auch zuständig wären, das notwendige Personal fehlt. Und deswegen ist eine Forderung von uns auch, dass eben in diesem Apparat der Justiz das Verwaltungspersonal aufgestockt wird, damit Räumungsverfahren auch deutlich schneller durchgeführt werden können. Jetzt ist es so, dass natürlich Südtirol keine direkte Zuständigkeit in der Justiz hat, aber nachdem das Verwaltungspersonal der Justiz ja seit über 2 Jahren bereits auf die Region übergegangen ist, wäre es eigentlich höchst an der Zeit, dort auch die Hebel anzusetzen und das Personal dementsprechend aufzustocken, damit Räumungsverfahren nicht aufgrund mit der Entschuldigung der Personalknappheit weiterhin verzögert werden. Und hier hat es ja auch von Landeshauptmann Kompatscher immer wieder die Ankündigung gegeben oder mehrmals die Ankündigung gegeben, dass er diese Agentur für das Justizpersonal errichten möchte. Bis heute ist diesbezüglich aber nichts passiert. Und wir möchten von der Landesregierung zudem in diesem Bereich, dass sie jährlich auch dem Landtag Bericht erstattet, eine Statistik über die Zahl und die durchschnittliche Dauer der Räumungsverfahren veröffentlicht und die von ihr ergriffenen Maßnahmen zur Beschleunigung der Verfahren vorstellt, damit man wirklich auch konkret Tacheles spricht, dass es nicht länger bei den Ankündigungen bleibt, sondern dass sie auch effektiv einen Tätigkeitsbericht in diesem Bereich abgeben müssen. Und der weitere Punkt, der drinnen ist, Kollege Andreas Leiter-Reber hat ihn bereits angesprochen, die Senkung der Baukosten für den privaten Wohnbau. Wir wissen, dass Südtirol im Alpenraum die höchsten Baustandards hat, die teilweise sowohl den Traum vom Eigenheim natürlich zerstören, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch die Mietpreise extrem in die Höhe treiben. Und wir sind auch der Meinung, dass teuer nicht unbedingt zwingend immer besser bedeuten muss. Besonders im privaten Wohnbau müssen die Baustandards und die verpflichtenden Bestimmungen, wie etwa auch die Baustoffanforderungen und die Energieeffizienz, auch an der Kosteneffizienz gemessen und festgelegt, an die neuen Techniken angepasst und aufgrund der neuen Erkenntnisse, die man ja auch in der Zwischenzeit im Bausektor gewonnen hat, überdacht werden. Und deshalb verlangen wir von der Landesregierung, dass sie sämtliche verpflichtende Bauvorschriften und Baustandards des Landes betreffend Baustoffanforderungen, Energieeffizienz, Energieausweis, Autostellplatzverpflichtungen, Gemeinschaftsflächen, den Schallschutz und Brandschutz auf eine mögliche Reduzierung der Materialkosten und technischen Kosten überprüfen und die derzeit geltenden Bauvorschriften und die Höhe der Baustandards auf ihre Notwendigkeit bzw. auf kostengünstigere Alternativen überprüft. Mit dem Ziel, im privaten Wohnbau natürlich die Baukosten zu senken, nimmt die Landesregierung dann in jenen Bereichen, in denen es aufgrund dieser Kosten-Nutzen-Überprüfung sinnvoll erscheint, eine Anpassung der jeweiligen Baustandards und Bauvorschriften vor. Und wir hoffen, nachdem wir ja immer wieder die salbungsvollen Verheißungen der Landesrätin Deeg gehört haben, mit den Ausreden, mit denen wir auch immer wieder vertröstet wurden oder auch die Argumente, die dazu geführt haben, dass das eine oder das andere nicht zum jetzigen Zeitpunkt angenommen werden hat können und so weiter, dass wir diesmal mit diesem Antrag oder mit diesem Gesetzentwurf punkten können und dass wir im Südtiroler Landtag eine Mehrheit dafür finden. Denn eines ist klar, wir haben es uns in dieser Legislatur zum Ziel gemacht, haben ja auch bereits vor 2 Jahren einen 10-Punkte-Plan vorgestellt, den wir sukzessive abarbeiten möchten zum leistbaren Wohnen. Das ist ein wichtiges und großes Anliegen, aber bisher leider ist es immer nur bei Ankündigungen, Versprechungen und Vertröstungen geblieben
Und wir möchten hier schon ein bisschen jetzt, dass die Mehrheit Farbe bekennen muss und ihren Worten dann auch Taten folgen lässt. Danke, Uli Meier. Ein Punkt, der auch die Wohnbauförderungen betrifft, den haben wir auch im Artikel 1 drinnen, und zwar eine leichte Öffnung und eine praxisorientierte Handhabung, was die Wohnbaugenossenschaften betrifft. Denn sehr viele Südtiroler bauen ihre Wohnungen über Wohnbaugenossenschaften in den Gemeinden draußen. Um in den Genuss der Förderung zu kommen, muss man ja eben wieder die volle Punktezahl erreichen. Es passiert dann ganz oft, und man muss dazu sagen, es gibt Wohnbaugenossenschaften mit 4, 5 Einheiten, Wohneinheiten, aber dann auch größere mit 15, 20 und mehr. Vor allem bei den kleineren ist es dann ganz oft so, dass ein Bewerber fehlt oder ein Bewerber nicht die volle Punktezahl in dem Moment erreicht. Und es verzögert sich die ganze Wohnbaugenossenschaft, die kann dann also den Baubeginn nicht starten. Es verzögert sich dann um teilweise mehrere Jahre, dass andere wieder abspringen, weil sie ja in der Zwischenzeit eine Wohnung benötigen oder eine Familie gründen und so weiter. Und hier haben wir gesagt, muss man flexibler agieren können, dass man eben auch bis zu 25% der Wohnungen, das wären dann bei 4 Wohnungen eine Wohnung, dass man eine Wohnung dann in diesem Fall auch jenen Nachgereihten auf der Liste vergeben kann, die am meisten Punkte, aber eben nicht die volle Punktezahl erhalten haben. Hier eben flexibel zu sein, aber mit der Einschränkung nur 25% der Wohnungen und insgesamt maximal 4 Wohnungen. Denn uns ist klar, dass dann natürlich auch große Spekulation betrieben werden kann, wenn man sagt, wir machen einfach ein Projekt mit 30 Wohnungen und lassen dann 25% ohne der Punkteanzahl die Förderung bekommen, sondern hier geht es wirklich ganz gezielt darum, vor Ort den Bau zu ermöglichen und hier auch flexibel zu sein. Es kann nicht sein, dass in Südtirol nur über die Förderung und nur über Mietbeihilfen man sich das Wohnen überhaupt noch leisten kann. Das ist irgendwo paradox. Es sollte eigentlich der Regelfall sein, dass man mit einer geregelten Arbeit seine Wohnung sich selbst ohne irgendwo Landesförderungen oder Hilfen benötigen zu müssen. Leider ist dem nicht mehr so und es ist längst nicht mehr, es war lange Zeit war immer der soziale Wohnbau irgendwie ein bisschen verschrien, weil man das immer mit einer Arbeitslosigkeit verbunden hat oder was auch immer. Und der ist wichtig, der soziale Wohnbau, den brauchen wir bis zu einem gewissen Prozentsatz. Aber mittlerweile ist es so weit, dass wir über den ganzen Förderungsbetrag ja bereits bis in der Mitte der Gesellschaft drinnen sind, bis zu den regulären Arbeitsverhältnissen drinnen sind. Und deswegen hier die Kombination flexibler, einmal bei den Förderungen, aber dann auch über den privaten Sektor, über den Steuerhebel, diesen ganzen Leerstand wieder in den Markt zu bringen. Und wir hoffen, dass in Kombination mit dem neuen Landesgesetz für Raum und Landschaft, das ja vorsieht, dass innerhalb der Siedlungsgrenzen die Baudichten erhöht werden können, dass wirklich auch die Gemeinden die Chancen nutzen, dort auch mehr Wohnraum zur Verfügung stellen. Und wir haben es erst jetzt gesehen, die Gemeinden, die hier fortschrittlich vorangehen, wie zum Beispiel die Gemeinde Leiden, die jetzt ja auch hier ein Wohnbauprojekt gestartet hat, in dem sie günstigeren Wohnbau zur Verfügung stellt, mit der Bindung an einen historischen Wohnsitz in der jeweiligen Gemeinde, um auch sozusagen die Gemeindekinder, die abwandern oder studiert haben und zurückkommen, dass die einfach wieder den Platz finden und die Möglichkeit haben. Eine kleine Klammer noch, wir sprechen immer davon, dass wir als Südtirol, als Brücke zwischen Nord und Süd, ein attraktiver Lebensraum sein wollen. Dieser attraktive Lebensraum steht und fällt mit der Wohnungsfrage. Wir sehen es gerade bei Berufsbildern, an denen wir Mangel haben, ob das im Pflegebereich ist, ob das in der Medizin ist, ob das auch an technischen und wissenschaftlichen, ob das in technischen und wissenschaftlichen Bereichen ist, dass wir hier sehr oft den Kürzeren ziehen, nicht weil der Arbeitsplatz schlecht wäre, nicht weil die Bezahlung, der Gehalt, der Lohn schlecht wäre, sondern die Lebenshaltungskosten und von denen vor allem die riesigen und enormen Wohnkosten, die Südtirol aufweist, nicht mehr zusammenpassen und deshalb andere Regionen, vergleichbare Regionen ausgesucht werden und Südtirol eben hinten bleibt, beziehungsweise das Problem der mangelnden Fachkräfte und ausgebildeten Leute noch verstärkt. Ich
bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir beide stehen noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön.